Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena, und es gibt was Neues bei den Quests. Und zwar gibt es den Chain Battles. Aber den werde ich nicht zeigen, weil das potenziell zu lange dauern wird. Vielleicht mache ich daraus eine Einzelfolge mal, die ich irgendwann mal so einstreue. Aber jetzt gerade, das sind halt vier Kämpfe hintereinander gegen alle vier von den Liedern, nenne ich sie jetzt mal. Mit Hatsune Miku angefangen. Und die Lieder haben in jedem Kampf, also Hatsune Miku startet mit 10 Lebenspunkten und die kriegen in jeder Lieder kriegt dann 5 Lebenspunkte mehr. Das heißt, dann kommt 15, 20 und der letzte ist dann 25. Zudem ist die ganze Chain über nur das am Anfang ausgewählte Deck spielbar. Und man übernimmt die Lebenspunkte aus dem vorherigen Kampf mit in den neuen. Plus, es wird am Ende des Kampfes 5 Lebenspunkte geheilt vor dem nächsten Kampf. Anders gesagt, wenn man halt im ersten Kampf theoretisch 10 Lebenspunkte verlieren würde, würde man in den zweiten mit 15 Lebenspunkten starten. Die Max-Lebenspunkte bleiben immer noch gleich, aber man startet dann trotzdem dort mit 15 Lebenspunkte. Die Idee, die mir dazu schon kam, ist, wenn man seine Max-Lebenspunkte erhöht, ob man da nicht vielleicht dann, also quasi die ersten Matches dafür nutzt, seine Max-Lebenspunkte möglichst weiter hoch zu ballern, und ob die Max-Lebenspunkte dann auch mit in den nächsten Kampf immer übernommen werden. Klang für mich zumindest so. Habe ich mir gedacht, vielleicht probiere ich das mal demnächst mal aus, ob ich so einen Scheiß abziehen kann. Wäre lustig. Und zudem kriegt man noch vor jedem Kampf noch einen Boon, also noch einen Boni sozusagen, den man dann behält für den Leader. Sei es beispielsweise, ich habe mit Bloodcraft gekämpft, sei es, dass ich am Anfang des ersten Zuges einen Alusaat beschwöre. Oder sei es, dass ich, wenn ich Schaden bekomme, dass ich dann einen Lebenspunkt regeneriere. Oder halt solche Sachen. Also wenn ich in meinem eigenen Zug Schaden bekomme, so. Nicht immer, wenn ich Schaden bekomme, sondern wenn ich in meinem eigenen Zug Schaden bekomme, dann regeneriere ich einen Lebenspunkt. Und halt solche Sachen. Da gibt es einige interessante Effekte. Also ich finde den Modus eigentlich ganz spaßig. Ich habe bisher nur eine Runde gespielt, aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein kleines Zwischendurch-Video quasi. So. Aber jetzt erstmal die Arena-Runde standardmäßig. Oh. Letztes Mal habe ich mit Bloodcraft gespielt, dann gehe ich diesmal mit Swordcraft. Alright, Heroic Headmaster. Summon a dead, I train in the Trainee, ist das. Amphibian Fistfighter. Give an Elite Follower all Elite. Reduce damage taken for the other. Ist zwar ganz nett, aber Lucius, Travel Trainer. If your leader's class is. Achso, das Ding. Swordcraft of Dragoncraft, destroy. Der hier finde ich eigentlich ganz stark, ganz gut. Daher gehe ich einfach mal damit. Oh, Penguin Punisher ist natürlich ganz lustig. Lieutenant's Report. Aber ich gehe mit Calculating Captain. Aggressive Advance ist eine sehr starke Karte, wie ich finde. Ist zwar ganz nett, aber ich denke tatsächlich, dass ich hier mitgehen sollte. Oh, Kitty Sergeant finde ich sehr gut. Penguin Punisher ist auch nicht so schlecht dabei. Oh. Dog. Der ist eigentlich sehr, sehr stark, aber ich denke, ich gehe trotzdem hier mit. Tidal Gunner.
Finde ich sehr gut. Quickblader und den nehme ich dort. Rally 20, mhm. Oh. Okay, ich denke, ich sollte hier mitgehen. Fjervin Fistfighter, mhm. Ist ganz in Ordnung, aber Tony Plucky Hollywood, wenn der kann von alleine evolven, dann nehme ich den. Wandering Knight finde ich ganz gut. Sharp Strategist. So. Ja, komm. Deep Sea Scout oder Calculating Captain noch mal. Ah, ich gehe mal mit den hier. Luminous Lancer ist zwar an und für sich ganz nett, aber ich denke, ich gehe noch mal mit einem Radiant Luminous Mage. Uff. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Finde ich tatsächlich nicht so stark wie das hier. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich... Also ich hoffe eigentlich, dass ich genügend Evolves drin habe, dass der... Dass der da schön stark dann wird. Also viele Evolven bei mir über Rally. Die muss ich halt möglichst hoch bekommen. Forestcraft. You must die. I put my all into every shot. Kann ich erstmal so behalten. Dich spiele ich aber noch nicht, weil du. Dich spiele ich erstmal, damit ich Karten nachziehen kann. Okay, dann spielen wir dich. Hätte ich den hier gespielt, dann hätte der den theoretisch schon traden können, daher, Is this a flame repellent or something? Nee, dich brauche ich jetzt gerade noch nicht spielen. Ich mach. Dass ich den hier mal tausche. Aggressive Advance hätte mir halt nichts gebracht gerade. Flame Soldier. Der bringt mir halt nur was, wenn auch Gegner auf dem Feld sind. Aber theoretisch kann ich mit dem drei Gegner, also zwei auf jeden Fall töten und dann noch traden. Wenn ich den evolve, das ist gar nicht so schlecht. Ich brauche halt eigentlich mehr Rally. Ich muss halt einen. Okay, dann spiele ich nicht. Es bringt nichts, wenn ich den spiele, weil den dafür brauche ich den Rally. Ich habe vergessen, der. Na komm, noch eine Karte nachziehen. Das ist doch eigentlich ganz gut, den kann ich dann direkt gleich spielen.
Stratagem. Hm. Du bist condemned, das heißt, ich kann nicht damit dich evolven. Du bist das. Aha. There's something to learn. This fortress will not fall. Scream all you want. Hm. Okay, evolve das. Das geht ja noch. Ach, schade. Ja, komm. Ich mach dich. Du dürftest ja dann. Ich hab halt nicht wirklich was an Heroic Followers, daher weiß ich nicht. Hm. Da spiele ich das mal nicht. So. Und ab nächsten Zug wird's lustig. Damit hat er wieder seine Punkte erhöht. Also mit dem könnte er theoretisch face gehen. Das ist für mich aber nicht so problematisch. Slot du, Hi, I am your new handle. This was foreseen. Okay. Gut. Du bist ein Commander, das ist sehr geil. Dann würde ich dich nämlich spielen. Out, as ordered. Den evolven. It won't be long now. Hero Mode. So, dann. I'm just a diamond in the rough. Right? I won't give up. Valiant attack! You're energetic. Okay, dann habe ich den hier noch. Den sollte ich nicht spielen. Daher. Ja, den spiele ich mal da. Ich habe leider kein Ward. Verdammt. Den Kato wollte ich jetzt auch nicht spielen gerade. Also er wird leider den hier killen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist natürlich auch sehr schön, denn wenn ich den hier... Du bist ein Commander, das heißt, wenn ich... Jupp, ich spiele dich. Spiele dich. Dann evolve ich dich hier noch. I see you. Stay sharp. Das ist natürlich bescheiden da gerade mit den Dingern. Hey, let's play. Oh fuck, er wird den ja traden. A grave oversight. Und ich muss noch dreimal evolven. Ich hab nur ein Evolution Point und muss noch drei Evolve machen, ey.
finde ich nicht so prickelnd gerade. Und er wird auf jeden Fall den ja traden. Was my power not enough? Uff. My bad, Captain. Das ist jetzt natürlich sehr bescheiden für mich. Shit. Ach, shit. Der hätte auch kostenlos evolved. Das war bitter. Den hätte ich gebraucht. Okay, erstmal spiele ich dich. Dann. Blitzlanzer ist 3-2. Okay, das bringt mir dann nicht so direkt viel. Aber ich kann den hier machen. Damit habe ich die. Dann spiele ich dich. Und. Komm, ich spiele dich und die Wolf dich, dann ignorieren wir nämlich die Funfire-Effekte nicht. Alright, Qua. I'll be taking that. Onward ho! Onward ho! So. Jetzt werden die Funfire-Effekte von ihm nämlich nicht getriggert. Deshalb finde ich diese Karte sehr, sehr mächtig, muss ich sagen. Die Frage ist, habe ich noch Karten, mit denen ich noch auf 2 Evolves komme oder nicht? Naja, wenigstens. Wenigstens bin ich potenziell stark genug, dass ich die hier rufen kann und der dann. Und der dann theoretisch 12 Schaden machen kann. Die Frage ist nur, bekomme ich auch diese 12 Schaden hin? Hallo, passiert da noch was? Ich warte. I wasn't supposed to lose here. Okay, offenbar hat die Sache mit dem Funfire-Effekt dem ganz schön rausgehauen. The pleasure was all mine. Gut. Dann haben wir schon mal ein Match jetzt geholt. Das ist schon mal ganz gut, würde ich mal so behaupten. Dragoncraft. You must die. I will teach you a lesson you won't soon forget. Oh Mann. Ach komm. Ich bin nicht so happy damit gerade, aber mit meiner Starthand. Aber ich habe wenigstens Sachen, die ich potenziell dann relativ früh spielen kann, auch wenn ich ganz gerne Wolves gehabt hätte, aber. Evildoers will be burned to a crisp. My dragon blade strikes swift. That rush is ja jetzt ein. Is your stuff flame repellent or something? Ne, dich spielen wir noch nicht. Da möchte ich mich schon ganz gerne haben, dass du von alleine überall. Can I get some praise here?
Got to rack up those virtue points. Ich bin da nicht so glücklich gerade mit, aber na gut, dann mache ich dich schon mal, damit der weg ist. Another report. Yay! We'll fly together. It's time to end this. The sky is ours. Könnte wesentlich schlimmer sein. Ich mach's mal. Ich evolve mal den. All right, class. So, jetzt bräuchte ich langsam die Dinger, die mir ordentlich was aufs Feld ballern, um meinen Rally hochzubekommen. Damit habe ich schon mal seine Fanfare-Effekte jetzt blockiert, was sehr, sehr stark ist. I don't suffer weak fools in my territory. I will silence you once and for all. There won't even be ashes when I'm through. See you tomorrow. Das war doch schon mal ganz nett. Das ist auch schön, aber ich. Moving out, as ordered. Gut, dann fange ich mal damit jetzt. Light, disperse the clouds of gloom. So. 7 mache ich die beiden hier, hoffentlich. Es wäre natürlich geil, wenn der überlebt, was ich nicht glaube. Oh, das ist tatsächlich schon mal... das ist sehr, sehr gut für mich. Dann mache ich aber noch nicht den tatsächlich, oder... Dann fange ich erstmal mit... Oder mache ich den... Doch, ich mache den doch. It all ends here. All right, class. If it's your 8th turn or later, ach schade. That won't work. Das ist jetzt schon sehr, sehr viel wert, dass ich damit wieder die Fanfare-Effekte blockiert habe. Das kostet ihm wahrscheinlich ziemlich was. I am a curse incarnate. See you tomorrow. Das hat wirklich gekostet. Finde ich sehr schön. Der bringt mir gerade nichts, aber ich kann den hier machen. Und den hier auch wieder kostenlos evolven. I see you. Fire! That won't work. Ich kann den zwar gerade nicht traden, aber das muss ich auch jetzt noch nicht. Ah, das ist schon mal bescheidener. Oh ja, das ist sehr gut. Damit kann ich das dann nämlich schon. So surprising. I break my fangs upon your flesh. My bad, Captain. Das Ding. Mag ich nicht, das finde ich scheiße. Ah, shit. Sehe ich jetzt hier blöd alles? Butterfly,
Let's catch it. Okay. The battlefield awaits. Scheiße. Onward ho! Bye! How barbaric. I got the weak skills to pay the bills. Sehr schön. Onward ho! Aha, damit zieht er weiter nach. Mhm. Ja. We're together forever. Here comes the kickoff. Okay, ist ja auch mal interessant. Mhm. Dann spiele ich mal dich. I shall protect you. Das Problem ist, der bringt mir da gerade nicht so viel. Daher ziehe ich mal einmal nach. Hm. Jetzt ist so die Sache. Der hat 5 nur, das bringt mir nichts. Der ist da bei 6. Aha. Ich muss den hier einmal evolven und dann die beiden traden. For your sake. Ha! Alles andere hätte nicht funktioniert. So, nächsten Zug dann Agile Twinblade. The Worm Witch arrives. Hm. You'll play your role. Finde ich nicht so prickelnd. Do not shed tears for me. To rip you to pieces? A rocky blight. Hm. Okay, erstmal evolve ich dich. Damit bin ich bei 7. Mhm. Just like this. Dich kann ich auch machen und evolven. Das sollte ich auch machen, damit ich nämlich potenziell noch einen weiteren Light. Disperse the clouds of gloom. Der bringt mir halt gerade nichts und für den brauche ich halt auch noch einen Follower. Hm. Ich bin nicht glücklich damit, aber ich muss halt hoffen, dass ich da jetzt. That won't work. Ich muss das leider machen. Just like this. So. Er wird auf jeden Fall versuchen, den hier zu killen. Weil der kann theoretisch jetzt einen Zackel machen. Okay. Oh. Aha. Interessant. Okay. Wieso zerstört er gerade sein Deck? Gut, dann einmal den Tipp. I fight for myself alone. You lack training. At your service. Onward ho! We're together forever.
Your blade work is commendable. Also jetzt bräuchte ich langsam was, womit ich Karten nachziehen kann. Damit ich Dings wieder bekomme. Shit. Das war's. Obwohl, nee, doch. Okay, noch. Lass das nicht. Jetzt kommt's drauf an, was ich jetzt ziehe. Okay, jetzt war's. My word is never. And it's goodbye, Eva. Verdammt. Ich hätte Dings gebraucht. Shit. Ich hätte Dings gebraucht, womit ich die ganzen banishen kann und dann dreimal Face gehen kann. Verdammt. Schade, schade, schade. Auf zum Match Nummer 3. Boah, die Folge ist schon relativ lang, muss ich sagen. Wieder Dragoncraft. You must die. Gorgeous and graceful, the resplendent phoenix. Dich finde ich zwar geil, aber noch nicht. Lieutenant's Report finde ich eigentlich ganz gut für jetzt den ersten Zug. Okay, Edge Twinblader brauche ich später. Sharp Strategist finde ich aber eigentlich schon mal ganz gut. Weil ich damit halt. Die ist so stark. My dragon blade strikes swift. Is your stuff flame repellent or something? Nee. Finde ich nicht glücklich mit gerade. We'll all fly together someday. Seeing you grow is my reward. Uff. Ach, ich fehle fast immer. Get under the dragon's scales and you've won. Crack them like an egg. Es ist gerade echt nicht gut. Was halt. Das läuft halt gerade nicht so wirklich, muss ich sagen. Sharp Strategist nächsten Zug. Ah. Make you show respect. One scale and victory is mine. You wouldn't. Okay, ich spiele dich. This fortress will not fall. Jetzt räume ich dich. You're far too predictable. Strategem, damit bin ich dabei. Ach, und dem da rein. You got me. In der Hoffnung, dass die Verteidigung gut jetzt hält. Das ist wirklich ziemlich ätzend für mich jetzt.
Uff. Evildoers will be burned to a crisp. Da ich gerade leider nicht so die Möglichkeiten habe, muss ich das leider so machen. Hm. Mir fehlt halt jetzt echt ein Playpoint. Oh shit. Ich hätte den und den machen sollen. Ach fuck, ich hätte... Das war dumm. Ich hätte den da buffen sollen. Ich hätte den Rush geben sollen, dann hätte ich traden können. Oh fuck, jetzt bin ich im Arsch. Das war's für mich. Is this a flame repellent or something? Okay, schau mal. I shall protect you. I'm just a diamond in the rough, right? Okay, ich habe noch zweimal Luminous Mage, das ist ganz gut tatsächlich. Die Frage ist nur, ob das reichen wird. Ich befürchte nein. Ja, fuck it. Do not shed tears for me. Damit bin ich am Arsch. I fight for myself alone. You lack training. Ich habe halt nichts, womit ich hier vernünftig noch weiter Schaden machen kann. Gerade, das ist so ein bisschen. Let me show you how it's done. Oh. Just like this. Ha! Just like this. Oh. Let's speed things up. Oh shit. It all ends here. Also ich bin sowieso tot, daher kann ich sowieso ein bisschen versuchen, fest zu gehen. Aber das ist... Ah, shit. Also spätestens da wäre ich sowieso raus gewesen, verdammt. Dass ich das Vieh, dass ich da den einen Trade vermasselt habe, das hat mich gekostet, denke ich. Das hat mich richtig gekostet. Aber na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.